Bleib hier, Alter. Ah! Junge! Gott, ist das ein Kampf! Ich würde gern wissen, was das für ein Fisch ist, den ich da gerade jage. So, nach dem Motto, ob es sich lohnt überhaupt. Diesen. Ah! Ah, jetzt verstehe ich das. Man kann auch kurz gedrückt halten, aber nicht die ganze Zeit, sondern nur so kurz. Statt klick, 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 einfach klick, klick. 3 Zentimeter und der wäre mir fast entkommen? Bei der Übungsangel? Ja, den hätte ich perfekt machen können, wenn ich es nicht verkackt hätte. Komm, einen Fisch hätte ich gerne noch. Wobei, nein, das lassen wir lieber. Ich habe jetzt nicht so Lust, beim Versuch drauf zu gehen. Wobei, er wäre ja da gewesen. So, ich habe jetzt mal 2 von diesen Reusen ins Wasser gebracht. Und jetzt gehe ich nach Hause. Ja, sind immer noch dieselben 3 Fische. Okay. So, jetzt gehe ich noch mal ganz kurz gucken, ob die Bäume vielleicht noch irgendein Ergebnis gebracht haben. Haben sie aber nicht. So, also ich weiß, dass ich gerne als nächstes jetzt demnächst irgendwie ein Bienenhaus bauen möchte. Dazu brauche ich noch Ahornsirup. Darauf warte ich. Eisenbarren, Kohle, Holz kann ich notfalls auch kaufen. Hier dasselbe. Ah, guck mal hier, so ein Webstuhl könnte ich schon bauen. Bringt mir aber nicht so viel, weil ich noch gar keine Möglichkeit habe, das zu verarbeiten. Käse und Eier kann ich auch noch nicht verarbeiten. Ich gehe mal ganz kurz pinkeln, ich bin sofort wieder da. Yeah.
So. Ah, da bin ich wieder. Jut. Okay, also diese Sachen zu bauen bringt mir jetzt momentan noch nicht so viel. Das heißt... Ah ja, eben lag sie noch da. Die ist schnell. Leider kein Regen, aber Ernte. Grüße, Mikey. Es freut uns, dir mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der Aufgepasst-Kolumne der Sterntautaler Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr beeindruckt. Sterntautaler Umschau. Okay. Erbern. Hier haben wir noch ein paar Bohnen. Habe ich schon Bohnen. Hör doch auf, Mann! Mach zu. Wonach wollte ich denn jetzt gucken? Genau, ob ich schon eine Bohne zurückgelegt habe. Habe ich nicht. Gut, zwei Bohnen. Zwei Erdbeeren. Zwei Pastinaken. So, Kartoffeln und Blumenkohl. Habe ich das nicht auch noch irgendwo? Ich habe hier noch eine Kartoffel und noch eine Kartoffel. Aber einen Blumenkohl habe ich nicht aufgehoben. Doch, aber Blumenkohlsaat, okay. Kommen die Kartoffeln da noch mit rein? And the rest is for sale. For sale. Nee, sail ist segeln. Ja, du weißt schon. So. Da ich jetzt wieder nur so ein bisschen gießen muss, wäre ja dann heute auch nochmal ein guter Tag für entweder nochmal angeln oder Mine. Aber ich denke, ich gehe erst angeln. Weil das läuft gerade so gut und ich bin so kurz davor, vor dem nächsten Level, also vermute ich. Warum steht hier Geldbörse? Das verstehe ich noch nicht. Ich könnte natürlich das Geld auch benutzen, um mir den Gang in die Mine zu sparen für so ein paar Sprenkler. Warte mal, für die normalen Sprenkler, die ganz einfachen, brauche ich nur Kupfer und Eisen. Kupfer habe ich genug. Eisen ist das, was fehlt. Eisen gibt es aber erst wesentlich später in der Mine. Das bedeutet, ich könnte jetzt ein bisschen Eisen einkaufen gehen. Aber das ist eigentlich auch null effektiv.